Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir fahren fort in der Debatte. Das Wort hat der Kollege Schäfer-Gümbel, Fraktionsführer der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, um einige wenige Bemerkungen zu Frau Hinz, aber auch zum Kollegen Wagner zu machen. Bevor ich das allerdings mache, will ich einfach die wunderbare Gelegenheit nutzen, hier als Erster zu reden, nachdem die Kollegin Martina Feldmayer eben geheiratet hat. Alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche dir mit uns eine wunderbare Feier am heutigen Tag. Glück, alles Wohlergehen und vor allem Gottes Segen. Auf jeden Fall einen schönen Tag dir mit uns. Lieber, das hat der Kollege Al-Wazir gesagt, dass der Mann jetzt weg ist. Ich kann dazu nichts sagen. Ich finde den Kollegen eher nett. So. Herr Schäfer-Gümbel, wir haben noch 4 Minuten. Ich will Sie nur darauf hinweisen. Herr Präsident, danke für den Hinweis. Da ich aber davon ausgehe, dass der Ministerpräsident auch noch redet, werden wir gleich noch sicherlich mehr Zeit haben, zumal ihm sicherlich die 5 Minuten nicht reichen. Ich will dennoch einige wenige Bemerkungen machen, weil all die ausführlichen Bemerkungen, die in der Sache auf einige Maßnahmen hingewiesen haben, sowohl des Kollegen Wagner als auch was Frau Hinz eben gesagt hat, verstellen den Blick auf eine Frage, die ich mehrfach gestellt habe und zu der es keine Antwort gab. Deswegen will ich auf diesen Kern zurückkommen. Matthias Wagner hat eben deutlich gesagt, die Lösung sei der 4-Phasen-Plan. Punkt. So war der Satz apodiktisch, klar, unmissverständlich. Ich habe darauf hingewiesen, dass es ein kleines Problem gibt, weil der 4-Phasen-Plan, zu dem es immer noch keine öffentlich-rechtliche Vereinbarung gibt, auch dazu ist nichts gesagt worden, außer Pressemeldung. Zweitens, in einem Spannungsverhältnis steht zum Masterplan Salzabbau. Ich will nur 2 Punkte erwähnen, zu denen nichts gesagt wurde, die aber substanziell sind. Das erste ist der neue Einleitwert Bofzen, wo es um die berühmt-berüchtigten 300 Milligramm Natriumchlorid geht, die eine deutliche Verschärfung des Regimes der Grenzwerte bedeuten, die völlig das, was im Master, im 4-Punkte-Plan angelegt ist, verschärft, wo das Unternehmen und Fachleute sagen, das geht so nicht, das ist nicht zu schaffen. Da gibt es eine Lücke, zu der ist nichts gesagt worden. Und da wird eine Investitionsunsicherheit entstehen, weil völlig unklar ist, wie man damit umgeht. Zweitens, und das hat die Ministerin selbst mehrfach kritisch aufgerufen, geht es um die Frage der Einstapelung in flache Lagerstätten, in trockene Lagerstätte mit feuchten Abfällen. Und dazu muss man eine Antwort geben. Dazu ist aber nichts gesagt worden, sondern es ist sozusagen immer verwiesen worden auf das, was in der Vergangenheit alles gemacht wurde. Das ist geschenkt, insofern geschenkt, nicht weil es trivial ist, Frau Ministerin, sondern weil in diesen Fragen ja überwiegender Konsens herrscht. Ich sage das noch einmal. Wir wollen nicht, dass Arbeit und Umwelt, Umwelt und Arbeit gegeneinander ausgespielt werden. Dass ich allerdings sehr wohl sehe, dass ziemlich viele unterwegs sind, die das nach wie vor tun. Und da hilft es auch nichts, die Wortbeiträge immer lauter und engagierter zu machen, mit immer schärferen Formulierungen, Kollege Wagner. Weil es ist am Ende immer klar, wie die Debatten hier laufen, nach dem Motto, die Regierung hat immer recht und weiß, was richtig ist. Da sitzt die Weisheit, Vorsicht, Ironie, und die Opposition, egal wer es ist, hat Unrecht. Wobei, eine Bemerkung will ich mir schon erlauben, Frau Schott. Ich wünsche mir, dass Kollege Bodo Ramelow vielleicht einmal mit Ihnen in ein intensiveres Gespräch geht. Ich vermute, dass die Beiträge dann ein bisschen anders werden. Ich will allerdings, weil es ein Nebenkriegsschauplatz ist, dazu nicht mehr sagen. Ich will Ja, davon merke ich leider nichts in den Debatten. Das will ich offen sagen, lieber Kollege Hermann Schaus. Ich will 2 weitere Bemerkungen machen, wozu auch nichts gesagt wurde. Sie haben ganz bewusst auf das 3D-Modell angespielt. Warum ist das denn mit dem 3D-Modell so schwierig?
bin Ihnen dankbar, dass Sie eine kleine Nebenbemerkung gemacht haben, dass das früher schon einmal angelegt war und dass sich darum jemand anders auch schon einmal hätte intensiver kümmern können. Aber der entscheidende Punkt ist, dass erstens die Maßstäbe bei der Betrachtung im 3D-Modell nach Vorlage der ersten massiv verändert wurden. Und Sie wissen, dass alleine eine Recheneinheit Minimum eine Woche in Großrechenzentren braucht, um das nachzusteuern. Zweitens, aus einem Analyseinstrument ist in dem, was Sie jetzt wollen, ein Prognoseinstrument geworden. Und das macht es im Bergbau deutlich komplizierter. Und deswegen, auch das muss man, sage ich mal, zumindest als Teilverantwortung mit aufnehmen, dass man sagt, möglicherweise mit guten Begründungen zu sagen, wir wollen, dass das genauer ist, weil die Risiken höher werden. Aber sich dann hinzustellen und zu sagen, nur das Unternehmen hat es nicht auf die Reihe gebracht, das ist nicht in Ordnung in einer solchen Debatte. Und damit letzter Satz, das ist jetzt der Hochzeitszuschlag, KKF-Anlage. Ich will nur darauf hinweisen, es ist ja nicht so, dass das Unternehmen nichts tut. Auf die KKF-Anlage ist mehrfach hingewiesen worden. Da werden von den 5 Millionen Kubikmetern Fabrikabwässern noch einmal 1,5 Millionen reduziert. Die Anlage geht 2018 in Betrieb. Sie hat unter anderem ein Problem, weil durch ein Insolvenzthema eines Zuliefererunternehmens es ein Problem gibt. Und jetzt läuft die Versenkgenehmigung nicht aus Ende des Monats, die Übergangsregelung. Aber die Menge, die Sie genehmigt haben, die läuft in den nächsten Tagen aus. Und da ist ein Problem. Und dazu hätte ich gerne was gewusst. Aber sicherlich wird der Ministerpräsident uns jetzt fachlich Rede und Antwort stehen. Und danach haben wir Gelegenheit zu einer nächsten Runde. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Also erst einmal haben wir Ihnen die eine Minute zusätzlich noch gegeben. Aber da Sie der Kollegin Feldmayer gratuliert haben, ohne dass die entsprechenden Blumen von Ihnen übergeben wurden, machen wir jetzt einmal einen kurzen Einschnitt hier in der Debatte. Das bringt auch ein bisschen Ruhe und Geselligkeit rein. Es kommt ja sehr selten vor, dass eine so sympathische Kollegin, die am Vormittag heiratet, dann den Weg in den Landtag findet, um mich zu sehen. Das freut uns sehr. Und deshalb möchte ich im Namen des gesamten Hauses, liebe Martina Feldmayer, dir ganz herzlich zur Vermählung, gratulieren. Wir wünschen dir alles, alles Gute und Liebe. Bleib uns und vor allem mir gewogen. Glück auf für die Zukunft. So, drückt euch noch ein bisschen. Machen wir ein bisschen Zeit. Auch unsere Besucher sehen, wie attraktiv sie in diesem Hause ist, dass man immer wieder herkommt, auch bei solchen Anlässen. Kollege Willi van Hoyn, seid ihr fertig? Gut, ja. So, meine Damen und Herren, wenn Sie zustimmen, dann würden wir die Sitzung wieder eröffnen. Wenn nicht, würde ich es auch machen. Die
Ministerin, Frau Kollegin Hinz hat sich zu Wort gemeldet. Ja, ich will natürlich gerne diese fachlichen Fragen dann auch beantworten, die mir direkt gestellt wurden. Es ist richtig, der Vierphasenplan wurde mit dem Maßnahmenplan Salz erweitert, sowohl was die künftigen Werte in der Werra und Weser angehen, mit dem neuen Messpunkt in Bofzen. Daraufhin haben wir mit K&S, in Absprache mit K&S, und das ist die ganze Zeit so gelaufen, bis zur Beschlussfassung über den Maßnahmenplan, alles mit K&S besprochen und abgestimmt an Maßnahmen. Ja, ich kann Ihnen dazu noch etwas sagen, was die bestreiten, und das akzeptiere ich auch, das verstehe ich auch, da komme ich gleich zu. Wir haben mit dem Unternehmen abgestimmt, dass eine zusätzliche Maßnahme erprobt wird, nämlich die Einstapelung unter Tage, und dass die Haldenabdeckung als Großversuch vorgezogen wird. Und beide Maßnahmen sollen dann ergeben, wenn sie funktionieren, dass die Grenzwerte eingehalten werden können. Dafür gibt es ein Monitoring begleitend bis zum Jahr 2018, wo dann entschieden wird, ob diese Maßnahmen funktionieren und ob nachgesteuert werden muss. Dieses ist festgelegt mit dem Unternehmen. Deswegen beginnen ja auch diese Versuche in dieser Art und Weise. Wo das Unternehmen ein Problem hat, und das kann ich voll akzeptieren, aber da Sie ja mit Ihren Leuten im Umweltausschuss, Herr Warnecke sitzt ja auch in der ersten Reihe, immer genau sich austauschen, wissen Sie das auch alle. K&S hat Widerspruch geleistet gegen die Produktionsstreckung, gegen die Maßnahme Produktionsstreckung, die im Maßnahmeplan aufgenommen wurde. Und da sage ich, das macht das Unternehmen zu Recht. Natürlich ist das eine Maßnahme, die aus Sicht des Unternehmens nicht akzeptabel ist, als Unternehmen auch nicht. Aber auch aus hessischer Sicht ist diese Maßnahme unproduktiv, weil wir wollen, dass das Unternehmen investiert, die anderen Maßnahmen gut laufen, die Werte eingehalten werden. Wir wollen keine Produktionsstreckung. Das würde nämlich nicht nur Kurzarbeit bedeuten für die Beschäftigten, sondern auch, dass das Unternehmen die Wertschöpfung nicht bringt, die man ja braucht, um wieder zu investieren in die Maßnahmen. Insofern gibt es den abgestimmten Plan, was Hessen will in Bezug auf Umweltmaßnahmen und Einführung von Standards. Die Produktionsstreckung ist von Niedersachsen hineingenommen worden, Herr Schäfer-Gümbel. Niedersachsen wollte das unbedingt, und hier sind wir uns mit dem Unternehmen einig, dass wir alles dafür tun, dass dieses nicht gezogen wird. Deswegen sorgen wir für die anderen Maßnahmen gemeinsam. Ich will aber eine Sorge nicht verhehlen. Das will ich in diesem Haus auch noch sagen. Wir haben an zwei Punkten jetzt schon wieder Verzögerungen. Das ist das Thema Haldenerweiterung, weil die Unterlagen nicht alle vorhanden sind. Und Sie wissen, ich habe vorhin gesagt, die Unterlagen müssen vom Unternehmen beigebracht werden. Und für den Werra-Bypass sollte die Offenlage, die zweite, jetzt im Herbst stattfinden. Wir haben vom Unternehmen keine geänderten Unterlagen gegenüber dem, was in der ersten Offenlage dort vorhanden war. Auch hier ist es notwendig, dass das Unternehmen die entsprechenden geänderten Vorlagen bringt, damit wir, das heißt die Behörde RP, weiterarbeiten kann. Insofern gilt hier wieder die Unternehmensverantwortung. Sonst stehen wir am Ende wieder da und haben hinten raus Zeitprobleme. Und die Beschäftigten sagen zu Recht, das kann nicht auf unserem Rücken ausgetragen werden. Insofern, wir werden unserer Verantwortung gerecht. Wir prüfen alles zeitnah, wenn wir es denn haben, um es tatsächlich einer Prüfung zuzuführen. Und was die Koordination und Kooperation mit dem Unternehmen K&S angeht, meine Leute sind heute schon wieder in Hersfeld. Alle Woche gibt es Statusgespräche. Wir sind in permanentem Kontakt und permanenter Kooperation.
Union. Von daher ist eine Unterstützung von uns aus für das Unternehmen gewiss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Das Wort hat der Abg. Rentsch für unsere FDP-Fraktion. Brauche ich nicht den Zettel. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe alles hier unter dem Kopf. Frau Ministerin Hinz, ich will mich nicht entschuldigen, aber ich will Ihnen erklären, woher die Sorge der Freien Demokraten in diesem Hause kommt. Sie kommt daher, dass das, was Sie publizieren und auch sonst sagen, dass wir das ernst nehmen und dass das, was die GRÜNEN als Geschichte in unserem Land haben, gerade noch einmal einen Artikel nachgelesen zu Nukem Alkem. Es war ein Unternehmen, wie Sie vielleicht wissen, das vom damaligen Wirtschaftsminister Joschka Fischer bekämpft worden ist. Vom Umweltminister Fischer. Und Herr Kollege Reif, Sie sind einer der Prominentesten in diesem Artikel, weil Sie damals mit allem, was Sie hatten, gegen den damaligen Umweltminister Fischer gearbeitet haben. Sie werden dort sehr gelobt. Heute arbeiten Sie mit den GRÜNEN zusammen. So ändern sich die Zeiten, Herr Kollege Reif. Und insofern will ich noch einmal gerne vorlesen, Herr Reif, weil das ist ja das, was wir auch ernst nehmen müssen, das, was die GRÜNEN publiziert haben. Die GRÜNEN haben publiziert in ihrem Wahlprogramm vorhin, das ist auch ihr Wahlprogramm, die Einleitung von laugenhaltigen Abwassern in die Werra und die Verpressung von Salzlauge in den Untergrund durch das Unternehmen K+S müssen aufhören. Wir GRÜNE wollen, dass die Laugenverpressung spätestens 2015 endet. Und, meine Damen und Herren, dass wir bei dem, was hier passiert, kein gutes Gefühl haben, das dürfen Sie uns, Herr Kollege Wagner, nicht vorwerfen. Und nachdem Frau Kollegin Hinz gerade hier in einem in einer Werbeveranstaltung gesagt hat, was sie alles tut, und Frau Hinz mal in der Klammer, es ist Ihre Verantwortung und Pflicht, vor Ort mit diesem Unternehmen zu sprechen. Es ist keine sozusagen Gabe, die Sie netterweise geben, sondern es ist Ihre Verantwortung und Pflicht, das zu machen. Dann darf man doch auch einmal an das erinnern, was sozusagen Sie gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten, und ich bin dankbar, dass er spricht, weil man ja in so einer Debatte auch das eine oder andere ausräumen kann, was im Raum steht, was Sie in dieser Debatte zum Thema Vier-Phasen-Plan veröffentlicht haben. Und Sie haben zu diesem Vier-Phasen-Plan eine Jubelpressemitteilung damals gemacht, gemeinsam übrigens, wo Sie den Eindruck erwecken, dass mit dem Vier-Phasen-Plan jetzt alles gut wird und das Unternehmen weiter arbeiten kann. Und ich stelle einfach einmal fest, dass wir jetzt im September 2016 eine völlig andere Situation haben, als Sie sie mit dem Vier-Phasen-Plan verkauft haben. Das ist doch die einfache Realität, Frau Hinz. Und deshalb, Sie müssen sich doch an dem messen lassen, was Sie den Menschen selber gesagt haben. Darum geht es doch. Und insofern, ja, ich sage, ich bleibe dabei. Ich habe den Ministerpräsidenten erlebt, und ich nehme ihm persönlich ab, dass er für das Unternehmen kämpft. Aber Herr Ministerpräsident, es reicht eben nicht aus, das zu sagen, sondern das Verwaltungshandeln ist ein wichtiges. Und jetzt wollen wir doch einmal ganz offen sein. Warum hat denn die Union damals gegen den damaligen Umweltminister so aktiv gekämpft? Weil sie eben auch den Eindruck hatten, dass Politik und Ministerien im Rahmen von Verwaltungsprozessen Einfluss nehmen können. Es ist doch abstrus zu glauben, dass Ermessensspielräume nicht genutzt werden können und so weiter. Das wäre das erste Mal, dass ich von der hessischen CDU höre, dass Regierungen keinen Einfluss auf Verwaltungsentscheidungen haben, dass Politik keine Grundlage dafür darstellt, dass nach Recht und Gesetz entschieden wird. Und, Herr Kollege Wagner, so viel Verwaltungswissen haben wir, glaube ich, beide, dass es schon einen Unterschied macht, wie man Verfahren anfängt, was man sozusagen noch als Grundlage von Prüfung verlangt von einem Unternehmen. Und deshalb, Frau Hinz, das will ich noch einmal ausdrücklich feststellen. Bei Ihnen schwingt immer so ein bisschen mit, das Unternehmen würde pokern. Ich erlebe das Unternehmen hoch engagiert, sowohl bei der Frage, wie Sie in der Öffentlichkeit sozusagen die Probleme angehen, bei dem, was Sie investieren, meine Damen und Herren. 800 Millionen Euro sind von diesem Unternehmen für die Sicherung der Arbeitsplätze investiert worden für Umweltschutz. 800 Millionen Euro. Und deshalb, ich bitte wirklich darum, dass diese suffisanten Nebenbemerkungen, die Sie gelegentlich machen, dass die aufhören, weil sie auch für den Investitionsstandort Hessen schädlich sind. Es ist schädlich, wenn der Eindruck entsteht, und das war ja auch damals das Petitum vom Kollegen Reif, es ist schädlich, wenn der Eindruck entsteht, dass Politik Rahmenbedingungen setzt, die für einen Investitionsstandort schädlich sind. Und deshalb abschließend, das, was Sie damals im Wahlprogramm geschrieben haben, das, was Sie als Jubelpressemitteilung zum Vier-Phasen-Plan veröffentlicht haben, das sind die Grundlagen, über die wir heute diskutieren.
Und das sind sozusagen die eigenen Worte, Frau Herr, dann machen Sie doch solche Mitteilungen nicht. Also, wenn Sie der Auffassung sind, das Verfahren wird schwierig, und dazu kann man stehen, ich glaube, da gibt es Gründe, die dafür sprechen, dann machen Sie solche Meldungen nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, die damals den Eindruck vermittelt haben, übrigens auch bei den Beschäftigten, das wird jetzt alles gut. Und allerletzter Punkt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kali und Salz am letzten Donnerstag fröhlich sind, dass die heilige Priska ihre Ansprechpartnerin ist. Nein, ich hatte das Gefühl nicht. Ich hatte das Gefühl nicht, sondern ich hatte das Gefühl, ja, ich sage, Sie dürfen sich doch aufregen, so ist das in dem Parlament, und ich habe überhaupt kein Problem damit, sondern ich habe das Gefühl gehabt, auch in Gesprächen, Herr Kollege Reif, dass die, Herr Kollege Reif, ich hatte das Gefühl, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gleiche Gefühl hatten, was sie damals bei Nukem Alkem hatten, dass nämlich Politik in Verfahren eingreifen kann und nicht gewährleistet sozusagen, dass alles und das Letzte sozusagen herausgepresst wird, damit es wirklich hier einen Erfolg gibt. Und dieses schlechte Bauchgefühl, das werden Sie heute auch nicht sozusagen hier wegreden können, sondern dieses schlechte Bauchgefühl war bei dieser Veranstaltung vorhanden. Und ich glaube, Sie haben einiges dafür zu tun, dass dieses schlechte Bauchgefühl nicht mehr besteht. Herzlichen Dank. Eine Kurzintervention hat der Kollege Clemens Reif. Das Wort. Wir sind ja in einer 10-Minuten-Debatte. Herr Rentsch, zunächst einmal, Sie verlangen von der Umweltministerin, sie soll die Suffisanz sein lassen, und sprechen anschließend von der heiligen Priska. Wissen Sie, das ist unverschämt, das ist ungehörig, und das gebietet sich nicht, insbesondere Sie. Insbesondere Sie, der für den sauberen Parlamentarismus hier stehen möchte. Und nun ein Wort zu dem, was 1987 und 88 hier im Parlament geschah, und dem, was heute geschieht. Da ich im Gegensatz zu Ihnen damals dabei war, kann ich Ihnen einiges dazu sagen. Die Parteien seit 1987, 88 haben sich in diesem Hause alle miteinander geändert. 87, 88 waren die Grünen auf einem programmatischen Weg, die Atomindustrie in Deutschland zumindest zu reduzieren. Sie haben sich Nukem Alkem als ein Nukleus genommen, um hier ein Tor zuzumachen. Das ist vollkommen anders als das, was heute der Fall ist. Vollkommen anders. Und es ist unseriös von Ihnen, den damaligen Zustand von Nukem Alkem, natürlich haben Sie das gemacht, mit dem heutigen Zustand der Grünen zu vergleichen. Der heutige Zustand der Grünen in Sachen K&S ist ein vollkommen anderer. Niemand in diesem Hause, auch die Grünen und insbesondere die Umweltministerin, will, dass dieser Laden in Nordhessen geschlossen wird. Und Sie führen das im Grunde genommen dabei her, indem Sie die beiden Dinge miteinander vergleichen. Und das ist ebenso unseriös und ungehörig, Herr Rentsch, wie Sie in vielen Dingen in der letzten Zeit auch sind in diesem Hause. Kollege Rentsch möchte nicht antworten. Dann stelle ich noch einmal fest, wir haben den Ausdruck heilige Priska nicht gerügt. Ich habe mich extra bei unserem Kirchenexperten Utter informiert. Die Bezeichnung Heilige ist keine Beleidigung. Wenn sie allerdings ironisch gemeint war, Kollege Rentsch, dann mache ich ein Fragezeichen. Aber eigentlich sind wir doch alle für unsere Heiligen, die wir haben. So, also nur damit Sie Bescheid wissen, wir sind immer auf der Höhe der Zeit bei allen Dingen, die kommen. Und deshalb bekommt auch jetzt die Frau Kollegin Schott das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielleicht wäre es hilfreich, wenn die Herren sich wieder ums Thema streiten würden, weil dann käme man da voran und vor allen Dingen, wenn der Streit konstruktiv wäre. Die Ministerin hat vorhin gesagt, das Unternehmen müsse eben auch noch mehr tun. Ich glaube, es ging im Zusammenhang um Anträge. Das kann schon sein, aber man muss nicht mehr vom Falschen tun. Notwendig wäre, endlich das Richtige zu tun. Und ich frage mich, warum man an Dingen festhält, von denen doch ziemlich klar ist, dass sie einen nicht wirklich weiterführen. Also ich sage mal, Sie erzählen uns auch seit Monaten, dass mit der EU-Kommission sei eigentlich erledigt. Ihre Modelle liegen da jetzt seit
irgendwann in diesem Frühsommer, Frühjahr, und wir haben noch kein positives Votum von der EU, dass die Gefahr vom Tisch ist. Das ist doch ein Risiko, das permanent über dem gesamten Unternehmen und über der gesamten Kaliproduktion schwebt. Ich denke, da ist auch noch einiges zu berichten. Sie halten fest an einem 3D-Modell, das eigentlich nachweisen soll, dass das Wasser eben nicht wieder rauskommt. Was ist, wenn es diesen Nachweis nicht erbringt? Frau Ministerin, stimmt es, dass es einen Probelauf gegeben hat, der ergeben hat, dass mehrere Brunnen in absehbarer Zeit hochgefährdet sein werden? Ist es so, dass es einen solchen Lauf gegeben hat? Bitte informieren Sie uns auch darüber. Sie haben einmal gesagt, Sie werden immer und zu jeder Zeit alle möglichen Neuerungen, die Sie ergeben, mitteilen. Ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass man immer sehr hinterherlaufen muss hinter den Informationen. Und Herr Rentsch, hier so zu tun, als ob die GRÜNEN die Einzigen gewesen wären in diesem Haus, die gesagt hätten, dass es aufhören muss mit der Verpressung, das ist doch auch ein Irrtum oder Vergesslichkeit oder ich weiß nicht, was es ist, denn wir waren uns in diesem Haus alle einig, unisono, in 2011 schon, dass es eigentlich längst erledigt sein müsste, dass aber spätestens in 2015 Schluss ist, und zwar alle Fraktionen übergreifend. Es hieß ja immer, das ist jetzt die letzte Genehmigung. So, und das ist doch der Punkt. Wir können doch jetzt nicht hergehen und sagen, haben wir alles vergessen. Offensichtlich geht es hier bei einigen Fraktionen im Haus so. Und jetzt die Thüringer Grünen dafür anzugehen, Frau Ministerin, dass die eben das, was sie vor der Wahl gesagt haben, nach der Wahl nicht vergessen haben. Das finde ich ziemlich entlarvend, weil wenn man in einen Wahlkampf geht und sagt, wir wollen keine Verpressung, dass man anschließend, und es auch gut begründet, und dass man anschließend auch dabei bleibt, finde ich eher ehrenhaft denn angreifbar. So, wenn wir also mal dabei geblieben wären, was wir selber für uns mal entschieden haben, dass es nämlich in 2015 keine weitere Verpressung geben darf, dann würden wir die Debatte nicht führen. Und wenn man das durchgesetzt hätte dem Unternehmen gegenüber, und zwar mit aller Nachdrücklichkeit, dann hätten wir nicht 4.000 Arbeitsplätze weniger, sondern das Unternehmen ernsthaft zum Umsteuern gezwungen. Denn dass Umsteuern machbar ist, ist bekannt. Und die Gewinne der letzten Jahre hätten auch gut ermöglicht, dass dieses Umsteuern zu finanzieren gewesen wäre. Jetzt in der wirtschaftlich schwierigen Lage sich hinzustellen und zu sagen, wir können uns das nicht leisten, finde ich unseriös im Anblick der Gewinne, die in den letzten Jahren eingefahren worden sind. Das muss man auch einmal realistisch dazu sehen. Und man kann Thüringen ja eine ganze Menge vorwerfen, unter anderem, dass sie nach der Wahl noch das tun, was sie vorher tun. Aber man muss auch mal gucken, dass sie jetzt gucken, wo und wie können wir Forschungsgelder locker machen? Wo und wie ist es vielleicht auch möglich, mit Wirtschaftsförderung reinzugehen? Und Herr Schäfer-Gümbel, Sie müssen mir nicht erzählen, wie oft ich mit Bodo Ramelow zusammensitzen muss. Das habe ich erst letzte Woche getan. Da ist überhaupt keine Diskussion darüber, ob da irgendwo ein Blatt Papier zwischen unsere Politik passt. Nein, wir sind hüben wie drüben dafür, dass nicht weiter versenkt wird. Weil nur wenn man endlich umsteuert, kommt man dazu, die Arbeitsplätze tatsächlich zu sichern. Und alles andere ist Augenwischerei. Und der Plan, nein, das hört sich auch beim Kollegen Ramelow nicht anders an. Der Vier-Stufen-Plan der Hessischen Landesregierung hinterlässt die Rückstandshalden und die ungesicherten Bergwerke als Ewigkeitslast. Noch nicht einmal der Rückbau der Rohrleitung zu den zweiten Verklappungsstellen an der Weser ist geregelt. Der Plan berücksichtigt weder die Fristen noch die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinien. Hinsichtlich des guten ökologischen und chemischen Zustands der Werra ist dem Vierphasenplan lediglich zu entnehmen, dass das Qualitätsziel auch in 2075 noch nicht erreicht wird. Braucht man denn eigentlich, das muss man sich doch einmal vergegenwärtigen. Und dann stehen Sie alle hier und sagen, wir haben einen Plan. Sie haben keinen Plan und halten an diesem Nichtplan fest wie stampfende kleine Kinder. Und ich kann es nicht mehr verstehen. Es ist nicht nachvollziehbar. Es gäbe Lösungen. Man kann mit politischem Druck dahin wirken, dass diese Lösungen angegangen werden. Man kann auch unterstützend dahin wirken. Man könnte natürlich sagen, wir machen Forschungsgelder dafür, locker zu gucken, wie kann man das Wasser entsprechend eindampfen. Und damit gehören die Forschungsergebnisse dann auch nicht K+S, sondern sie gehören der öffentlichen Hand. Und man kann sie verwenden an allen den Stellen, an denen man sie braucht. So stelle ich mir gut geförderte Forschung in diesem Land vor. Das wäre hilfreich, weil das gäbe ein Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Industrie und Politik, das zielführend wäre und nicht einfach Dinge wegzumoderieren, weil sie einem nicht in den Kram passen, so wie das damals wegmoderiert ist, als es nämlich das Thema gab. Zu sagen, wir Frau Kollegin Schott, Sie müssen zum Schluss kommen. Diese Landesregierung kommt eher dazu, zu sagen, wir machen weiter so, ob es zielführend ist oder nicht, und die Arbeitsplätze bleiben damit weiter in Gefahr.
Vielen Dank. Das Wort hat der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine interessante Debatte. Ich will zunächst einmal Folgendes festhalten. Diese Landesregierung arbeitet wie ihre Vorgängerinnen mit Hochdruck an der Sicherung der Arbeitsplätze, an der Zukunft der Arbeitsplätze, an der Zukunft dieses Unternehmens und an der Zukunft dieser Region. In dieser Arbeit lassen wir uns von niemandem übertreffen, meine Damen und Herren. Wir tun dies ohne jede ideologische Blockadehaltung, Zitat FDP. Nein, im Gegenteil, wir tun es mit Empathie. Dazu bekenne ich mich. Ich freue mich, wenn beim Hessentag wenigstens da alle aufstehen, wenn die dann vorbeikommen und das Lied vom Steiger singen. Mag sein, aber die meisten. Und sie tun dies völlig freiwillig und aus Verbundenheit. Und ich bin in einem Punkt mit Ihnen, Herr Schäfer-Gümbel, sehr einig. Es ist gut, dass wir heute einmal darüber sprechen. Das ist ein Thema, das weit über diese Region hinausgeht. Das ist ein Thema, das weit über Hessen hinausgeht. Und die mit mir in Südamerika waren, die haben doch gespürt, dass eine globale Welt sich immer auch ganz konkret vor Ort niederschlägt und umgekehrt. Aus Zeitgründen lasse ich mal alle Bemerkungen der Linken weg. Frau Schott, wenn Sie sagen, ab 2015 keine Versenkung mehr, die Position kann man ja vertreten, dann haben Sie aber wirklich jedes Recht verwirkt. In Ihrem eigenen Antrag zu schreiben, die Sicherung der Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort. Wer Ihre Position vertritt, geht sehenden Auges in den Untergang dieses Unternehmens und den Verlust der Arbeitsplätze. Und das gibt es mit uns nicht, meine Damen und Herren. Diese Koalition hat ein besonderes Markenzeichen. Heute wurde sehr viel darüber gesprochen, dass man Arbeit und Umwelt nicht gegeneinander ausspielen darf. Also mit aller Zurückhaltung. Die Debatte der letzten 2,5 Stunden ist diesem Anspruch nicht immer gerecht geworden. Na, muss man auch mal sagen. Diese Koalition nimmt für sich in Anspruch, dass ein wesentlicher Punkt, der uns gemeinsam trägt, die Auflösung dieses Widerspruchs ist. Und wenn wir schon darüber reden, es gibt Zielkonflikte, die gibt es oft im Leben. Und jetzt ist die spannende Frage, wie geht man damit um? Unverantwortlich, wie einige, indem sie eben sagen, aus, nichts gibt es mehr. Oder andere, die erklären, wenn da nur mal ein Vernünftiger käme, dann könnte man ja in 4 Wochen wieder voll produzieren. Oder ob wir uns der Mühe unterziehen, im Rahmen rechtsstaatlicher Gegebenheiten Umwelt und Arbeit, wenn man diese Punkte mal Ökologie und Ökonomie nennt, so zusammenzuführen, dass aus einem Gegensatz eine gelingende Zukunft wird. Und genau das ist die Grundmelodie dieser Koalition. Und genau so gehen wir vor, und genau so gehen wir auch beim Thema K&S vor, meine Damen und Herren. Und damit das auch einmal klar ist, es gibt fast keine Woche seit mehreren Jahren, in dem ich mich nicht mit K&S beschäftige. Es gibt keine einzige Maßnahme, die nicht mit K&S in offener, transparenter Form besprochen und in aller Regel – ich kann mich an gar keinen Sachverhalt erinnern, wo die widersprochen hätten – gemeinsam mit dem Unternehmen auf den Weg gebracht wurde. Kommen Sie hierher, einer von Ihnen, und sagen mir, was diese Regierung gemacht hätte, im Gegensatz zu dem, was mit dem Unternehmen erörtert wurde. Ich kenne keinen einzigen Fall. Das wissen auch alle. Das wissen alle Beteiligten. Die Unternehmensführung ist permanent mit uns im Kontakt, auch mit mir persönlich. Die Gewerkschaften, von Herrn Vassiliadis bis zum Betriebsratsvorsitzenden, alle waren bei mir und sind ständig da. Die Damen und Herren Bürgermeister, die Mitglieder der kommunalen Vertretungen dort vor Ort, die wissen es alle. Und es gibt überhaupt keinen Grund, darüber nicht zu sprechen. Warum erwähnen Sie es nicht?
Wir tun dies gemeinsam. Und das unterscheidet uns. Und deshalb kann ich nicht akzeptieren, wenn hier die Rechnung aufgemacht wird auf der einen Seite Knechte der Kaliindustrie, auf der anderen Seite Vernichter von Arbeitsplätzen, die SPD ist so irgendwo zwischendrin. Ich halte hier mal fest. Ich halte hier mal fest. Seit mittlerweile 25 Jahren bin ich mit diesem Thema befasst, in unterschiedlichster Weise. Ich habe Ihnen zugehört, es würde die Debatte erleichtern, wenn Sie auch erst einmal zuhören. Das Zweite ist, ich komme darauf. Gelegentlich hat man ja den Eindruck, man sei hier im falschen Film. Die SPD erklärt, also früher sei alles schlampert gewesen. Die Partei, mit der ich vorher die Regierung geführt habe, gut, die gemeinsam genau diese Fragen genauso erörtert und behandelt hat wie heute, die erklärt uns nun plötzlich, dieser Regierungschef sei sozusagen grün benebelt. Ich erlebe, dass Frau Kollegin Hinz von Niedersachsen beschimpft wird, vorzugsweise von dem grünen Bundestagsabgeordneten Trittin, weil sie sich einsetzt, zum Beispiel für die Leitung an die Oberweser, weil sie sich in der Flussgebietsgemeinschaft eingesetzt hat für die Lösung und außer uns eigentlich keiner dafür war. Und dann wird sie von ihren eigenen Leuten angemacht. Ich erlebe, dass sie hier vorgehalten bekommt, sie sei nicht sensibel, sie würde mit Blockadehaltung ideologisch verbohrt wichtige Interessen des Arbeitsplatzes, des Standortes und der Unternehmen kaputt machen. Meine Damen und Herren, das ist doch ein Stück aus dem Tollhaus. Diese Ministerin verdient unsere volle Unterstützung. Was sie gemacht hat, war hervorragend, und so weit waren wir noch nie. Und damit das auch einmal geklärt ist, sind ja noch einige da. Erinnern Sie sich noch an die Einrichtung des Runden Tisches? Das war damals in der CDU-FDP-Regierung einvernehmlich runder Tisch eingerichtet. Was war denn die zentrale Forderung des Runden Tisches? Die Entsorgung der Abwässer durch die Pipeline in die Nordsee. Das war die zentrale gemeinsame Beschlussfassung. Und genau an diesem Punkt haben alle Landesregierungen, egal wie sie ausgesehen haben, gearbeitet. Und der Wahrheit die Ehre, nicht eine einzige andere Landesregierung hat uns dabei unterstützt. Und zwar völlig egal, wer regiert hat. Nordrhein-Westfalen nicht, am allerschlimmsten Niedersachsen. Niedersachsen unter Führung von CDU und FDP. Die haben uns nicht einmal zum Gespräch empfangen. Noch schlimmer Rot-Grün, die jetzt in dieser Situation, wo wir darum ringen, dass wir Kurzarbeit vermeiden, doch helfen könnten. Sie könnten helfen, weil in Niedersachsen sind Kavernen, die man sofort belegen könnte. Das würde nämlich dazu führen, dass das Unternehmen produzieren kann. Das würde dazu führen, dass wir Kurzarbeit vermeiden. Das würde dazu führen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Familien nicht eine Kürzung ihres Einkommens hinnehmen müssen. So, was passiert? Wahlplakate. Wir sind doch nicht bereit, den hessischen Dreck aufzunehmen. Und dann kommt hintenrum noch, wir haben Kommunalwahl. Da könnt ihr doch von uns so etwas nicht erwarten. Jetzt könnte ich mir es einfach machen und sagen, alles rot-grün. Schwarz-gelb war kein Deut besser. Und was mich am allermeisten ärgert, das sind alles Empfänger hessischer Steuergroschen, denen wir im Länderfinanzausgleich Milliarden zuschieben. Und wenn die uns mal helfen sollen, dann zeigen sie uns die kalte Schulter, meine Damen und Herren. Da sind viele Pharisäer unterwegs. Viele Pharisäer sind da unterwegs. Und wir waren ja schon einmal weiter. Vor etwa anderthalb Jahren haben wir doch gemeinsam dafür gekämpft, dass dieses Unternehmen nicht übernommen wurde. Ich hatte Sie alle eingeladen dazu. Wir waren fast täglich in Kontakt. Und auch da ist doch die Wahrheit. Außer Hessen war doch kein Land bereit, sich zu engagieren. Unabhängig, ob das jetzt klug oder nicht klug gewesen wäre. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt wissen alle in diesem Unternehmen, und ich sage es noch einmal, Betriebsrat, Aufsichtsrat, Gewerkschaftsführung, nationale Gewerkschaftsführung, alle Bürgermeister, was wir tun. Und ich habe bis heute keinen einzigen Vorschlag
was wir eigentlich anders machen sollen. Was sollen wir denn eigentlich anders tun? Wenn mir einer jetzt einen Vorschlag machen kann, bitte mach Folgendes, bin ich gern bereit, darüber zu diskutieren. Der Vier-Phasen-Plan ist gemeinsam mit dem Unternehmen entwickelt worden. Die Modifikationen hat die Ministerin gerade erklärt zu den Fragen von Ihnen. Wir sind ja häufig in der Situation, dass das Land Hessen, das als Genehmigungsbehörde auf Recht und Gesetz achten muss, gemeinsam mit dem Unternehmen gegen andere Länder oder gegen andere Interessen steht. Also wir marschieren im Rahmen dessen, was das Recht erlaubt, gemeinsam. Aber, meine Damen und Herren, Arbeit und Umwelt nicht gegeneinander ausspielen. Was erlebe ich denn? Ich war dort oben und habe zu den Bergleuten gesprochen. Anschließend lese ich in der Zeitung, Bouffier verrät die Bergleute, SPD. Dann bin ich im Kreis Kassel und da lese ich, die Regierung Bouffier ruiniert die Umwelt. Die Kasseler SPD und alle, die da oben sind, die können sich gar nicht einkriegen, uns permanent vorzuwerfen, dass wir ohne Rücksicht auf Verluste ihre ganze Landschaft vernändeln. Das ist die gleiche SPD. Oben so, ein paar Meter weiter so. Die CDU, Frau Kollegin Generalsekretärin, ist nicht glücklich im Landkreis Kassel. Ich bin als Landesvorsitzender auch nicht glücklich. Der Unterschied ist nur der, damit wir mal ganz offen reden, ich bin traurig darüber, dass wir zur Kommunalwahl erlebt haben, dass z.B. in Gemeindeverbänden CDU-Leute nicht mehr angetreten sind, weil sie mir vorgeworfen haben, du ruinierst hier unsere Zukunft. Ja, da sind doch einige hier, die da im Kreistag große Reden halten. Und dann habe ich denen gesagt, langsam, langsam, langsam. Und dann habe ich denen gesagt, pass auf, ich kann euch verstehen. Aber wer hier rumläuft und im Landkreis Kassel eine wirklich abenteuerliche Nummer ablässt, dass sozusagen eine riesige Fläche jetzt quasi vergiftet wird, der erzählt nicht nur Falsches, sondern der versündigt sich auch an den Menschen, weil dort Angst geschürt wird. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir stehen dazu, auch wenn es manchmal wehtut. Was ich aber nicht akzeptieren kann, ist, dass der eine SPD-Abgeordnete in der Heimatzeitung schreibt, er macht die Arbeitsplätze kaputt, und die andere SPD-Abgeordnete schreibt, er vernichtet unser Grundwasser. Was gilt denn nun eigentlich, meine Damen und Herren? Das ist doch eine verlogene Politik. Und dann kommen Sie mir ja nicht mit dem Hinweis, die Landesregierung sei schuld. Ich kenne keinen einzigen anderen Vorschlag als große Pipeline. Dann haben wir gesagt, wenn wir die große nicht hinkriegen, dann versuchen wir es halt mit der Oberweser-Pipeline. Das können wir doch selbst erledigen. Wer klagt denn dagegen? Es sind doch nicht CDU-Leute. Es sind Ihre Parteifreunde. Es ist Ihre Verantwortung vor Ort. Und deshalb mache ich mir das nicht so einfach und erkläre, dass die SPD gegen die Arbeitsplätze ist. Aber wer sich hier hinstellt und erklärt, Arbeit und Umwelt darf man nicht miteinander ausspielen, da bin ich sehr dafür. Aber von dem erwarte ich, dass er an der Oberweser genauso redet wie oben im Kali-Bergbaugebiet, meine Damen und Herren. Zweite Bemerkung. Wenn wir ehrlich miteinander umgehen, wissen wir doch, dass diese Zielkonfliktlösung extrem schwierig ist. Und nicht erst seit gestern. Wir kennen doch alle diese fabelhaften Reden, da können Sie jeden Saal zum Kochen bringen. Wenn Sie einmal vorlesen, wie viele Vorschriften es in Deutschland gibt für die Radwegerstellung oder vielleicht für so etwas Verrücktes wie eine Straße, und für noch etwas Abseitigeres eine Brücke über irgendeinen Fluss. Und dann kommt mir einer und liest mal vor, was in irgendeinem anderen Land dafür kommt. Der ganze Staat steht Kopf und erklärt, diese Bürokratie, diese völlig Verrückten. Und genau auf dieser Ebene haben wir jetzt die FDP. Also, als ich hier einen Brief bekommen habe, ganz nebenbei ist auch so eine Unart. Solche Briefe werden ja immer erst der Presse übergeben und ich kriege ihn dann zwei Tage später. Das Ganze riecht ja und man weiß es auch. Nur, wenn Sie da allen Ernstes reinschreiben, allen Ärzten, ich kann Ihnen das nicht ersparen. Zitat: Wir fordern Sie als Ministerpräsident des Landes Hessen dringend auf, endlich zu handeln, das zum Thema endlich,
Was ich ja verrückt finde, Sie waren doch selbst dabei in dieser Regierung. Wir wissen doch ganz genau, was wir alles gemacht haben. So, und jetzt gilt's, damit binnen 4 Wochen die Produktion wieder voll aufladen kann. Sie haben eben in Ihrem letzten Beitrag versucht, Ihre Selbstversenkung in dieser Debatte zu retten, indem Sie gesagt haben, es ist ja gut, so eine Debatte lernt man auch irgendwas, und haben sich dann festgeklammert an irgendeiner grünen Broschüre von vor 3 Jahren. Meine Damen und Herren, eine Partei wie Sie, gut, am Wahlprogramm, lieber Kollege Rentsch, Sie wollen es ja nicht anders haben. Nur zum Mitschreiben, damit es jetzt jeder einmal weiß. Angetreten sind Sie mit dem Vorwurf, dieser Ministerpräsident lässt sich von den linken Spinnern sozusagen daran hindern, was zu tun. Ich könnte Ihre Pressemeldung vorlesen. Das war Ihr Vorwurf. Dann haben Sie das öffentlich verkündet. Heute sind Sie 3/4 der Debatte durch die Debatte geritten. Ideologische Blockade. Als Sie dann gemerkt haben, dass Punkt für Punkt alles, was Sie vorgetragen haben, zusammengefallen ist, sind Sie zum Schluss noch einmal hergekommen und haben gesagt, darum geht es mir ja gar nicht. Ich möchte mich mit dem Wahlprogramm der GRÜNEN beschäftigen. Meine Damen und Herren, wir reden ja nicht über das Wahlprogramm der GRÜNEN. Wir reden über die Politik dieser Landesregierung. Und die ist richtig, meine Damen und Herren. So, und jetzt ganz schlicht. Herr Kollege, der Unterschied zwischen uns beiden ist ja unter anderem folgender. Sie möchten ja auch gern mal regieren. Das ist auch zulässig. Absolut zulässig. Herr Kollege Rudolph, auch für Sie ist das zulässig. Und Sie arbeiten daran, dass das vielleicht einmal gelingt. Ich arbeite daran, dass es nicht gelingt. Geschenkt. Aber einen Unterschied zwischen uns beiden gibt es schon. Ich habe relativ viel Erfahrung. Und zwar mit unterschiedlichen Koalitionen. Und was mich wirklich besorgt und wo ich jetzt wirklich hoffe, dass wir einmal einen Schritt weiterkommen. Die Rituale kennt doch jeder hier. Jeder. Sie nützen null. Die FDP hat sich entschlossen, sich die CDU vorzunehmen, weil die irgendwie in der Gefangenschaft der GRÜNEN ist. Früher war es genau umgekehrt. Rot und Grün haben uns beschimpft. Zu was auch immer. Die SPD sitzt noch immer in der Opposition und ist der Auffassung, die Weltgeschichte ist falsch gelaufen, auch geschenkt. Aber, meine Damen und Herren, bei diesem Thema tut mir leid, Herr Kollege Rudolph, ich habe Ihnen ja zum Beispiel SPD oben und unten was gesagt. Bei diesem Thema versuche ich jetzt mal vielleicht zusammenzuführen. Glauben Sie im Ernst, wenn Sie Gelegenheit haben, mir noch 2 Minuten zuzuhören, glauben Sie im Ernst, dass irgendjemand, der da oben wohnt, der vielleicht in der 3. Generation dort arbeitet, der sich Sorgen macht, berechtigt, nach dieser Debatte weiß, wie es weitergeht, nach dieser Debatte den Eindruck hat, die verstehen mich? Die verstehen mich, was mich umtreibt. Da ruft der eine, Mensch, mach doch. Da muss man nur mal die Hand an die Hand nehmen, dann geht's los. Typisch, ne? Politik versagt. Da ruft die andere, alles falsch. Zwischendrin haben sie sämtliche Zwischenmelodien. Und dann werden Hoffnungen begründet, die niemanden erfüllen kann in einem Rechtsstaat. Und das ist das, was mich am meisten bedrückt. Wenn man jemanden sozusagen gegenübertritt und dann kommt jemand daher und die Debatte hatte solche Anklänge, dass wenn man nur wollte, man doch ganz einfach die Probleme lösen könnte. Und wenn dann die Probleme eben nicht einfach gelöst werden, was ist denn das Ergebnis? Das Ergebnis ist Enttäuschung, das Ergebnis ist Frust und das Ergebnis ist Abwendung vom politischen Betrieb, jedenfalls dem, wie er hier stattfindet. Und deshalb sage ich Ihnen auch heute, wer glaubt, dass er wegen einer Schlagzeile eines Tages oder Gottes Namen wegen zweier alles das verbrennt, was er vorher für richtig gehalten hat, der wird auf Dauer nicht erfolgreich sein. Wer glaubt, dass er hier so reden kann und da anders, der wird an Glaubwürdigkeit nicht gewinnen, sondern verlieren.
Meine Damen und Herren, wenn wir hier ehrlich miteinander umgingen, hätte doch einer der Redner einmal sagen dürfen, dieser Hessische Landtag hat mit guten Argumenten mehrfach beschlossen, dass die Salzablagerung in der Werra zurückzuführen ist. Diese Landesregierung hat aus Interesse der Arbeitsplätze und des Unternehmens genau dies nicht gemacht, sondern wir haben die alte Geschichte fortgeschrieben. Das hätte man erwarten dürfen, dass es irgendwann mal wenigstens einer erwähnt. Und was nicht geht und was uns allen gemeinsam schadet, hier so reden, da anders reden, in der Hoffnung auf eine schnelle Schlagzeile oder 20 Sekunden im Fernsehen, meine Damen und Herren, was die Menschen dort oben brauchen, was das Unternehmen braucht, was unser Land braucht, ist eine ehrliche, ist eine engagierte und eine verlässliche Politik. Und genau darum geht es uns. Dort sind wir auf gutem Weg. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wir werden aber nichts versprechen, was wir nicht halten können. Jeder, der hier in diesem Lande Verantwortung trägt, der muss doch mit uns daran interessiert sein, dass wir möglichst rasch, rechtssicher, zukunftsfähig auch in dieser Region die Arbeitsplätze erhalten. Da geht es um Tausende von Menschen, da geht es um Familien. Und ich unterstelle niemanden hier, dass ihm dies egal ist. Dann unterstellen Sie bitte der Landesregierung das auch nicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das Wort hat der Abg. Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte ja vorhin schon angekündigt, dass, wenn der Ministerpräsident redet, wir noch einmal die Gelegenheit haben, ein paar Punkte zu vertiefen. Nach seiner Rede ist das auch notwendig. Die Minute des Ministerpräsidenten ist seit Jahren hier immer dieselbe. Am Ende einer Debatte, einem Thema, das ihn berührt, was für ihn spricht, kommt er nach vorne und erklärt, erstens, ich, weil das ist dann immer die Perspektive, ich richte das schon. Ihr braucht euch nicht darum zu kümmern. Alles, was das Parlament macht, ist ritualisiert, insbesondere wenn es aus den Oppositionsreihen kommt. Und ansonsten vertraut mir, ich mache das schon. Und ich sage Ihnen, Herr Ministerpräsident, ich habe Ihnen das letztes Jahr schon einmal gesagt, wir haben miteinander kein Vertrauensverhältnis, wir haben ein Verantwortungsverhältnis. Das ist der große Unterschied. Und deswegen will ich einige der Bemerkungen aufnehmen und will sie gerne zurückgeben. Ich finde, Sie haben recht. Manche der Debatten hier im Haus und nicht nur hier im Haus sind verlogen. Insbesondere, wenn dann der eine hier so spricht und der andere da so spricht. Das gilt beispielsweise für Fragen des Kalibergbaus. Das soll gelegentlich für Fragen des Frankfurter Flughafens gelten. Es soll gelegentlich, Herr Boddenberg, sogar um Windenergiefragen gehen, wo der eine hier so redet und der andere so. Dabei soll es sogar Leute geben, die das in einer Kabinettsrolle machen, habe ich gehört, und zwar nicht irgendwie 1846, sondern im Jahr 2014, 2015, partiell sogar im Jahr 2016. Was ich damit sagen will, ja, es ist so, Herr Ministerpräsident, es gibt auch Leute hier im Haus, in allen Fraktionen, vielleicht mit einer Ausnahme, die hier so reden und woanders anders. Und ich bin da in der Kritik bei Ihnen, völlig. Das macht Glaubwürdigkeit kaputt. Ich bin immer sehr dafür, dass man das stringent hält. Ich will allerdings zur Ehrenrettung des einen oder anderen Kollegen sagen, dass Sie das nicht nur hier oder dort irgendwo formulieren, sondern auch in der Fraktion. Es gibt Kollegen in meiner Fraktion, die sagen, dass Sie die Frage der Belastung aus der Oberweser-Pipeline nicht bereit sind zu tragen, weil Sie vom wirtschaftlichen Erfolg und vom Ertrag nichts haben. Das finde ich zumindest ein Argument, das nachvollziehbar ist. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die sagen, die Belastung in meinem Wahlkreis ist für die, die ich vertrete, beim Frankfurter Flughafen zu hoch. Und ich finde es gut, dass das auch in großen Parteien zum Ausdruck gebracht wird. Das Entscheidende ist, dass am Ende daraus eine gemeinsame Position und Linie wird. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist übrigens die Funktionsweise von Demokratie, dass am Ende Mehrheitsbildung ermöglicht wird. Mehrheitsbildung heißt aber nicht,
eine Minderheitenposition zu überrollen und ihnen zu sagen, dass sie keine Berechtigung hat, sondern ich nehme die Argumente sehr wohl ernst und komme am Ende trotzdem zu einem bestimmten Ergebnis. Deswegen haben wir beispielsweise nach erbitterten Debatten auch in meiner Partei, dem Frankfurter Flughafen, im Ausbau zugestimmt. Deswegen habe ich vorhin ausdrücklich gesagt, dass der Vier-Phasen-Plan eine geeignete Grundlage ist. Aber ich erlaube mir schon auch den Hinweis, und ich kann es Ihnen nicht ersparen, heute zum wiederholten Male zu sagen, mit Ausnahme des einen Punktes, den die Ministerin vorhin versucht hat aufzulesen. Ich habe über vier Punkte geredet. Zu einem hat sie etwas gesagt. Zu den anderen Fragen, die sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen Vier-Phasen-Plan auf der einen Seite und dem Masterplan Salzabbau ergeben, hat sie nichts gesagt. Sie hat keine Bemerkung zur Frage der Nachkalibrierung beim 3D-Modell gesagt und den Komplikationen, die damit entstehen. Und ich will das offen sagen, das muss man zumindest akzeptieren, dass wir fachlich dazu ein paar Bemerkungen gemacht haben, dass Ihnen das als Regierungschef nicht passt, dass es Leute in diesem Haus gibt, die nicht Ihnen nur zujubeln. Das werden Sie ertragen müssen, so wie wir solche Erklärungen wie die, die Sie eben gegeben haben, ertragen müssen. Damit will ich zwei kurze abschließende Bemerkungen machen. Niedersachsen, ja, ich teile Ihre Bemerkungen zur Auseinandersetzung mit Niedersachsen. Wir haben das in zwei gemeinsamen Präsidiumsklausuren mit der niedersächsischen SPD rauf und runter diskutiert. Das ist freudeerfüllend, sieht anders aus. Und trotzdem bringe ich den Standpunkt unseres Landes, unserer Partei in diese Debatten ein, weil es ja nichts hilft, da wegzugehen und wegzutauchen. Das ist nicht einfach, und manche Positionen verstehe ich nicht, schon gar nicht bei industriepolitischen Fragen, die dann im eigenen Land stattfinden. Ich will allerdings etwas zu der Überraschtheit auch der Unionsreihen sagen. Der Kollege Warnecke hat im Dezember letzten Jahres in der Debatte hier gesagt, wenn Sie das so machen, wird es am Ende zu Produktionsstilllegungen kommen. Der Kollege Landau hat dann im April dieses Jahres hier von diesem Podium gesagt, man sei überrascht davon, dass es Produktionsstilllegungen gibt und dass das alles ganz schwierig ist. Ich sage Ihnen, auch das gehört zur Redlichkeit dazu. Wenn man Entscheidungen trifft, die manchmal schwierig sind, da muss man auch dazu stehen und nicht anschließend so tun, als wäre das irgendwie ganz überraschend gewesen. Das, was da passiert, ist alles, aber nicht überraschend. Und das sage ich wirklich mit Nachdruck. Das sage ich wirklich mit Nachdruck. Letzter Satz, Herr Präsident, mit Nachdruck. Weil in der Tat, da bin ich wieder sehr bei Ihnen, aber ich glaube, dass wir sehr Unterschiedliches darunter verstehen. Solche Debattenbeiträge sind für die Frage der Zukunft, Bewältigung der Zukunftsängste der Beschäftigten, des Unternehmens und der gesamten Region in der Tat nicht hilfreich. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Ministerpräsident! Sich hier hinzustellen und einen großen Teil der Verantwortung auf die Nachbarländer abzuwälzen, ist schon es sich ziemlich einfach machen an der Stelle. Denn hier entsteht das Problem, und hier wäre das Problem lösbar, wenn Sie es denn hier lösen wollten. Aber dem verweigern Sie sich. Wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, das, was die Linksfraktion sagt, nehme ich sowieso nicht ernst, weil es einfach schrecklich ist, und anschließend fünf Sätze später beklagen, dass Ihnen niemand hier ein alternatives Entsorgungskonzept vorlegt, dann ist das auch eine Methode, sich Lösungen vom Hals zu schaffen. Und wenn Sie darüber nachdenken oder den anderen vorwerfen, dass mit gespaltener Zunge gesprochen wird, ja, dann stimmt das. Aber ich erwarte auch, dass man die Probleme der Menschen im nördlichsten Zipfel von Hessen genauso ernst nimmt wie die der Kalikumpel, weil da gibt es nicht mehr einmal ein großes Werk, das man schließen könnte. Da ist schon jetzt nicht mehr viel. Und die Menschen haben sich in den letzten 10 Jahren sehr mühsam Arbeitsplätze erarbeitet im sanften Tourismus, und um die fürchten sie jetzt. Ja, und dann fürchten sie darum sicherlich auch ein Stück zu Recht, und auch das muss man ernst nehmen. Und es gibt keine Notwendigkeit, diese Ängste zu schüren, weil man könnte auch anders entsorgen. Und sich dann hier hinzustellen und im landesväterlichen Ton darüber zu sprechen, ob die Kalikumpel nach dieser Debatte
nun genauer wüssten, wo sie dran wären, finde ich absolut unangemessen, mit dem Thema umzugehen, weil die Kalikumpel deshalb nicht wissen, wo sie dran sind, weil ihre Landesregierung vor 5 Jahren versäumt hat, die richtigen Wege zu gehen. Denn wir waren uns alle einig in diesem Haus, und da können Sie sich jetzt nicht mehr von freisprechen, und auch Ihre Ministerin, dass Versenkung ein Ende haben muss. Und dann hätte man mit dem notwendigen politischen Nachdruck dafür Sorge tragen müssen, dass das Unternehmen auch genau in die Richtung geht und nicht immer wieder mit Zusagen, mit Versprechungen, mit Sondergenehmigungen Türen um Türen aufzumachen, die die Illusion erzeugen, es geht immer so weiter. Wenn sich Kali und Salz hier hinstellt und sagt, Arbeitsplätze sind in Gefahr, dann wird jede Genehmigung erteilt. Dieses Bild haben Sie Jahrzehnte erzeugt, und dieses Bild trägt Verantwortung dafür, dass wir jetzt in dieser Sackgasse stecken. Und da hilft auch kein altväterlicher Ton, um das wegzumachen. So, meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir sind am Ende der Debatte. Es wird vorgeschlagen, alle vorliegenden Anträge in die Ausschüsse zu überweisen. Ist das ein Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Dann werden alle Anträge in die Ausschüsse überwiesen.